Jawohl, willkommen bei einem weiteren Vergleichsvideo heute. Wir werden drei Geräte miteinander vergleichen. Einmal hier unseren bekannten Caso Heißwasserkocher, dann den handelsüblichen Wasserkocher und dann gleich auf der Induktionsherdplatte mit dem Kochtopf jeweils einen Liter Wasser bereits aufgefüllt. Und auch dort ein Liter. Genau, im Prinzip geht es darum, wer am schnellsten den einen Liter Wasser zum Kochen bringt. Die Temperatur messen wir auch dieses Mal wieder mit unserem Fleischthermometer, was sehr exakt misst und sehr schnell. Aktuelle Zimmertemperatur liegt bei 20 Grad. Und dann würde ich vorschlagen, starten wir gleich als erstes mit dem handelsüblichen Wasserkocher, weil den meistens jeder zu Hause hat. Und dann messen wir mal die Zeit. Wir messen bei dem Wasserkocher so lange, bis er von alleine aufhört zu kochen. Und wir nehmen die Zeit mit unserer Stoppuhr hier. Genau. Dann würde ich sagen, los geht's. So, dann machen wir den Wasserkocher. Erst die Stoppuhr ist in. Dann machen wir erst die Stoppuhr. Zack, zack. Oh, es geht dem Ende zu. Nach 3 Minuten 10 Sekunden blubbert das Wasser. Und da hat es geklickt. Nach guten 3 Minuten. So, dann wollen wir noch mal wie heiß das Wasser dann letztendlich in der Tasse ist und bleibt. Ja, gute 89 Grad in der Tasse. So, dann als nächstes unseren Caso Turbo Heißwasserkocher. Der Versuchsaufbau ähnelt dem anderen Video. Hier haben wir natürlich direkt die Tasse unter. Wir haben hier jetzt das halbwegs erkalte Thermometer. Die Tasse ist kalt. Schalten wir schon mal das Display ein. Wählen die Temperatur. So. Dann können wir drei Tassen ziehen. Ja, so. Und dann geht es auch schon los. Temperaturmäßig ebenfalls bei 85 Grad in der Tasse.
Das Wasser leert sich. Das ist recht interessant jetzt. Er sagt, wir haben einen niedrigen Wasserstand. Und wie ihr vorhin gesehen hattet, wir haben 1 Liter drinne gehabt. Also wir können bei diesem Gerät gar nicht komplett den letzten Liter verbrauchen. Das nochmal als zusätzliche Information. Den kann man auch stoppen. Also von der Menge her ungefähr 800 Milliliter Wasser im Caso Turbo Heißwasserspender. Wenn wir 1 Liter hätten testen wollen, hätten wir mehr Wasser reinmachen müssen. Was ja eigentlich ein bisschen sinnbefreit ist, eine Skala dran zu machen, wo man 1 Liter einfüllen kann und man kann gar nicht bis auf 0 runterfahren. Ja. So, das letzte Testobjekt ist unser Induktions, Herd. Und zwar natürlich, wie vorhin bereits gesehen, mit exakt einem Liter Wasser. Und dann starten wir das Ganze. Maximale Power, mehr geht nicht auf einer Platte. Und dann schauen wir mal, wann das Wasser anfängt zu blubbern. Hier können wir das Thermometer auch mal direkt mit reinhängen. Noch passiert gar nicht so viel. Nach 30 Sekunden. Also das Wasser verdampft bereits aus dem Kochtopf. Was so viel heißt, wir haben eigentlich bereits heißes Wasser. Und zwar nach ziemlich genau 2 Minuten. Ich denke, das Ergebnis ist eindeutig für unser Induktionsfeld ausgefallen nach 2 Minuten. Ja, Leute, heißes Wasser ist so eine Sache. Gemessen immer mit unserem Thermometer kommen wir immer bei über 80 Grad, bei 80, 84, 85 Grad in der Tasse raus, obwohl das Wasser sprudelnd heiß eingegossen wurde. Und der Sieger ist ganz eindeutig der Induktionsherd beim Erhitzen. Jetzt haben wir auch noch einen großen Topf genommen, wo die Fläche natürlich auch noch größer erhitzt werden kann. Hier waren wir ungefähr bei 2 Minuten 20 für 1 Liter kochend, sprudelnd heißes Wasser. Ihr habt es im Video gesehen. Platz 2, der handelsübliche Wasserkocher. Nach 3 Minuten 20 hätte man abschalten können. Also eine Minute länger gegenüber dem Induktionsherd. Und auf Platz 3, in diesem Vergleich, der Caso Heißwasserkocher. Da wir gar nicht tatsächlich 1 Liter Wasser erhitzen konnten. Bis zum nächsten Video. Abonniert gerne den Kanal. Gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn ihr mögt. Und wenn ihr Videovorschläge habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Bis dann.